Hallo und herzlich willkommen beim Hypnotalk der Milton Erickson Gesellschaft und von Karl Auer bei der Milton Erickson Gesellschaft Jahrestagung in Kassel 2023. Ich sage jetzt mal guten Morgen. Es war die Feiernacht gestern Abend und das merkt man vielleicht ein bisschen, aber ich bin glockenwach und sehr gespannt, denn mein Gast ist Andreas Koller. Hallo. Hallo. Andreas aus Wien, ne? Ja. Wohnt in Wien, aus dem Burgenland. Ah, du bist eigentlich aus dem Burgenland. Ja, okay, okay. Wir haben uns ja schon öfter getroffen, wir haben schon verschiedene Projekte miteinander gemacht und wir haben im Vorgespräch so ein bisschen getalkt und dann hast du ein interessantes Motto mir gesagt und damit möchte ich sofort einsteigen. Okay. Das betrifft so ein bisschen deine Arbeitsauffassung und die Entwicklung, die die in der letzten Zeit gemacht hat. Du kommst aus der Hypnotherapie, du kommst vom Brainspotting, du kommst aus der Systemtheorie. Da haben wir sehr interessante Gespräche schon gehabt und Projekte. Und du bist übrigens auch Autor dieser Autobiografie der Heidelberger Gruppe. Da kommen wir auch noch ein bisschen drauf zu sprechen. Zusammen mit Fritz Simon, Gunther Schmidt und Gunther Weber. Eine sehr verdienstvolle Arbeit, wie ich finde. Kommen wir zu dem Motto. Mhm. Ich habe verstanden, nichts tun, was wirkt. Genau. Habe ich das richtig verstanden? Ja. Kannst du das mal ein bisschen erläutern? Was heißt das, nichts tun, was wirkt? Nichts tun, was wirkt, ist ja total spannend auf einer Hypnotherapie-Tagung, wo es ja auch immer um Interventionen geht und wo man glaubt, Intervention ist immer, wenn man etwas macht. Ja? Mhm. Aber beim Nichtstun, was wirkt, geht es eigentlich darum, wie viel man auch mit sag ich mal, einer Haltung der Präsenz machen kann, wo man jetzt nicht unbedingt intervenieren muss verbal, sondern durch Begleiten in Prozessen schon enorm viel bei den Klienten, Klientinnen ganz von sich selbst, nach dem Motto der Hypnotherapie, entstehen kann. Mhm. Das ist so aus meiner Sicht enorm spannend, weil es wirklich unglaublich ist, was Leute aus sich heraus entwickeln können. Auch hypnotherapeutische Sachen, Leute, die noch nie mit Hypnotherapie zu tun gehabt haben, wenn man ihnen den Raum gibt. Mhm. Wie stelle ich mir das vor, Raum geben? Also man ist zusammen und dann ist erstmal Schweigen oder ist es eher das psychoanalytische Setting? Einfach mal so eine Idee, wie sieht das aus? Die Idee kommt tatsächlich aus der Psychoanalyse. David Grant, der Gründer von Brainspotting, hat, bei dem habe ich diese Art zu intervenieren oder des Präsentseins gelernt. Und es ist aber nicht so, dass man von Beginn weg schweigt, das wäre ein bisschen seltsam, sondern es gibt schon, je nachdem, welche Bedürfnisse das Klienten, Klientinnen haben, die Möglichkeit zu erklären, was es ist, zu schauen, ob überhaupt der Auftrag passt. Mhm. Aber dann ist es schon so, dass das sag ich mal, ich nenne das jetzt für mich hypnosystemisches Prozessieren, weil ich eine hypnosystemische Methode daraus gemacht habe für mich, aus den wichtigsten Kernelementen vom Brainspotting. Und dass man dann einen Raum schafft mit einem Setup, relativ einfach. Setup bedeutet so ein, zwei, drei Schritte, die man durchgeht, bis man dann gemeinsam zu so einem Punkt kommt, können wir dann auch noch darauf eingehen, wo man dann gemeinsam wirklich sitzen kann und ein Thema, in dem Fall still, ich würde gar nicht sagen schweigend, weil schweigend klingt irgendwie so passiver, aber still innere Prozesse arbeiten lassen kann. Also sozusagen, irgendwie muss man, geht das, also innere Prozesse gibt es eigentlich immer. Es gibt genau, ja nichts, wo gar keine laufen. Ja, ist das so die Voraussetzung, dass man sich darauf verlässt und, ja, dann, genau. und dann das sozusagen vielleicht anstößt? Und wann wird sozusagen die therapeutische Person, wann tritt die in Aktion, was macht die? Wird die quasi gesagt, könnten Sie bitte oder so? Also geht das vom Klienten dann aus? Na, das ist dann da geht es dann um die Abstimmung, den hypnotherapeutisch, würde man sagen, den Rapport. Und eigentlich ist so die Idee, wenn man das gut gebahnt hat, dass man wirklich so lange wie möglich nichts macht. So wie du richtig sagst, innere Prozesse laufen immer ab. Aber ich finde das Großartige auch, dass der Therapeut, die Therapeutin, die therapeutische Person irrsinnig viel Zeit hat, eigene innere Prozesse zu beobachten während des Prozessierens. Okay. Und das ist aus meiner Sicht so das Spannende, weil eine Intervention dann in einem auch wirklich reifen kann. Also da kann man dann innerlich wirklich sich Zeit geben zum Spüren, zum Nachspüren, zum Reifen lassen, ob dann eine Metapher entsteht aus dem, ob man vielleicht irgendeine spezielle
Einladung verbal der Klientin mitgeben möchte. Mhm. Und das ist, finde ich, so das Spannende, weil man eben enorm viel Raum auch selber bekommt für die eigenen inneren Prozesse. Und das ist manchmal ja sehr schwer. Also wenn man dann verbal ist und dann passiert immer was und je nachdem, wie man arbeitet. Und gleichzeitig ist so das Spannende, dass wenn dann Punkte kommen, wo man das Gefühl hat, ja, jetzt braucht vielleicht jemand was, kann das sein wie ein kann eine unglaublich begleitende und unglaublich vielsagende Intervention sein. Ja. Ich mache es gerade selber. Ja. Genau. Also das ist total spannend. Was ich interessant finde, ist, oder was ich mir gerade vorstelle, ist, dass das tatsächlich auch eine Unterschiedserfahrung sein könnte für Klientinnen und Klienten, die schon vielleicht andere Erfahrungen gemacht haben und damit gar nicht so glücklich waren. An denen rumprozessiert wurde, sozusagen. Ja, genau. Also ich finde das ja total schön, wie du gesagt hast, an denen rumprozessiert wurde. Ja. Jetzt nur so als Vergleich. Ich arbeite total gern mit PEP. Ja, also ich bin seit vorigem Jahr wirklich sehr überzeugt, weil es mir selber geholfen hat und weil ich den Ablauf sehr schätze. Da kann man natürlich an ein, zwei Stellen sagen, jetzt könnte man hypnosystemisch ein bisschen anders formulieren, aber ist letzten Endes vollkommen gleich, weil der Ablauf total super ist. Aber es ist schon so, dass manche Klienten auch gerne den inneren Raum haben. Mhm. Ja, da passiert auch viel beim PEP, aber der Prozess ist doch sehr strukturiert gerafft und man bekommt bei dieser Art von Prozessieren enorm viel Zeit und einfach da sein können mit dem, wie es halt gerade ist. Also das ist schon, so wie du sagst, ein großer Unterschied zu vielen anderen Vorgehen, wo eine Intervention die andere irgendwie fast jagt. Ich habe das auch schon öfter gehört von Kolleginnen und Kollegen, die dann eher auch mit anderen mit Methoden arbeiten, an anderen Modellen, jetzt nicht so, ich sag mal radikal, sorry, mit dem Verzicht, aber diese Unterschiedsbildung könnte ich mir vorstellen, dass das für manche sehr überraschend, aber auch hilfreich und interessant ist. Aber auch für die Therapeuten und Therapeutinnen. Also mal wirklich so mit den eigenen Hypothesen sitzen zu bleiben, das ist zu Beginn enorm schwierig. Das ist so schwierig, aber mir gefällt da einfach auch so das Systemtheoretische, ja, wo man immer schaut, so gemäß Fritz Simon, was kann ich ungestraft wegdenken? Also was muss man jetzt gar nicht aussprechen, weil eh was im Prozess ist. Und da finde ich, hilft es, gerade wenn man jetzt hypnosystemisch arbeitet. Hypnosystemik ist ja ein unglaublich genialer Rahmen aus meiner Sicht für alle Therapien. Ja? Aber die Komplexität ist dann schon teilweise enorm, wenn man da verschiedenste Ebenen bedient. Und wenn man dann aber so zurückgehen kann auf so einen Prozess, der so einfach ist, bekommt auch das so viel Platz und das Wegdenken funktioniert unglaublich gut. Und man kann jederzeit wieder, das hat man im Workshop gestern, finde ich, hat mir so gut gefallen, wo man gesehen hat, aha, da geht es jetzt um eine Angstdynamik. Und natürlich gibt es dann so hypnosystemisch die Ideen, aha, da geht es um einen inneren Kampf, ich will aber, es passiert. Dann wollen die Menschen natürlich, dass das weg ist, dann kommen innere Kämpfe zu den Ängsten dazu. Es gibt die klassischen Trance-Phänomene bei Angst, Tunnelblick, Enge, war alles gut erlebbar, auch in der Demo. Und jetzt kann man entweder beobachten und schauen, kann die Klientin da mit den eigenen Ressourcen durchgehen, was ja für die Selbstwirksamkeit und für Selbstwirksamkeitserleben aus meiner Sicht das Nonplusultra ist. Wenn Menschen das wirklich merken, oh, ich kann das durch Beobachten aus einer Steuerposition absolut alleine machen. Und wenn man merkt, okay, jetzt braucht es ein bisschen was, kann man zum Beispiel mit jeder denkbaren hypnosystemischen Intervention dazugehen. Und wenn man merkt, ah, jetzt beginnt wieder ein innerer Prozess, kann man wieder sagen, okay, bitte. Sehr spannend. Ich glaube, ich muss da mal supervidieren oder so zugucken. Das finde ich total spannend. Du hast Systemtheorie erwähnt. Das ist für dich auch ein ganz wichtiges Paradigma. Ja. Du hast die gesamte Form Reloaded Ausbildung beim Fritz Simon gemacht. Mach selber Angebote dazu. Und von dem Buch habe ich schon gesprochen. Du hast mit denen sich intensiv beschäftigt, mit der ganzen Geschichte.
Und du machst jetzt wieder eine Veranstaltung mit Gunter Schmidt und mit Fritz Simon im Mai, glaube ich. Ist die Mai, genau. Ja? 12. 13. Mai in Wien. Ist auch interessant, der hat ja den Titel Fritz und Gunter machen was zusammen. Also da wird auch nicht programmatisch gesagt, wir machen das und das, sondern das hat ein bisschen einen Spontanitätsaspekt. Ja, genau. Bin ich auch schon sehr gespannt, also was da so im Seminar entstehen darf. Gab es da schon ein, zwei Vorläufer, wo das auch wirklich gut funktioniert hat und der Raum geöffnet ist für die Teilnehmenden, dass sie wirklich bekommen, was sie brauchen? Ja, Fritz und Gunter haben das immer wieder schon in Heidelberg und Berlin gemacht, in der Vergangenheit. Und dann habe ich immer gedacht, ich habe es leider nie hingeschafft. Und dann habe ich gedacht, ja, okay, ich habe ja jetzt die Ressourcen. Ich war damals auch Vorstand von der MEGA, Milton Erickson Gesellschaft Austria. Und dann habe ich gedacht, na, dann holen wir sie einfach nach Wien. Genau. Ja, wenn man irgendwo teilnehmen will, der bei mir, oder? Das ist, warum nicht so? Genau. Hat das gut geklappt und deswegen bin ich schon sehr gespannt auch. Aber so, vielleicht noch zu dem Thema. Ich finde das total cool und ich bin dem Fritz Simon auch sehr dankbar, weil ich zum Beispiel mit ihm immer wieder, ich kann ihn fragen, Fritz, was hältst du jetzt davon? Weil Fritz ist ja sehr skeptisch den ganzen Einzeltherapien gegenüber und kann da das, was ich mir denke, über Autopoiese, weil das ein großartiges Konzept ist für das hypnosystemische Prozessieren. Ja, also, da gibt es viel mehr her als teilweise die Brainspotting-Theorie selber. Und da macht es so viel Sinn, sich damit auseinanderzusetzen. Und Fritz ist da immer sehr kritisch auch und das hilft mir in der Theoriebildung auch für so ein Verfahren oder für so eine Methode eigentlich, dass das wirklich kongruent trotzdem in ein hypnosystemisch-systemisches Rahmenkonzept passt. Also du würdest auch plädieren dafür, dass es immer wieder wichtig ist, sich auch mit theoretischen Konzepten auseinanderzusetzen oder mit denen, die vielleicht still in einem wirken. Und sie, wie der Fritz mal gesagt hat, wer nicht schreibt, denkt schlampig. Also, dass man sie immer wieder reflektiert, auch sozusagen seiner eigenen theoretischen Hintergründe. Genau, ja? Okay. Also das würde ich definitiv sagen. Das ist zwar vielleicht momentan nicht so der Zeitgeist wirklich, aber weil es ja oft um Tools geht und wie kann ich schnell etwas machen. Aber wenn man so einen Hintergrund hat, dann hat das eine Basis, dann kriegt das Fleisch auch dazu, finde ich. Und das macht dann es so leicht möglich, in einer Sitzung auch wirklich sitzen zu bleiben. Weil das Autopoiese-Konzept, so mit der Selbstorganisation, wenn man Selbstorganisation ein bisschen versteht, das hilft so enorm beim Ruhigbleiben bei solchen Prozessen, also mir zumindest. Ja. Also ich würde so ein Plädoyer natürlich immer sofort mit unterschreiben. Das ist natürlich die eigene Perspektive. Ja. Kurz zum nächsten Jahr mal gucken. Du veranstaltest wieder eine Tagung in Wien. Willst du davon mal ein bisschen was erzählen? Das nächste ist ja im Mai, glaube ich, ne? Ja, genau. Das ist 9. bis 12. Mai. Aber ich bin nur Mitveranstalter. Hauptveranstalter ist eben die Milton Erickson Gesellschaft Austria. Ja. Und da bin ich immer noch in einer guten Kooperation und ich bin so Mitunterstützer mit meinem Netzwerk irgendwie und wir haben da die Hypnotage Wien, nennen wir das, und wie gesagt 9. bis 12. Mai und ich freue mich schon sehr, weil es mir eben auch darum geht, ein Subthema ist so, wozu ist Trance eigentlich gut, ja? Beziehungsweise macht es auch Sinn für andere Methoden, das Trance-Konzept sich doch anzuschauen. Okay. Also ich habe den Michael Bohne eingeladen, der kommt mit Pep. Gerhard Wolfrum von Brainspotting kommt. Wir möchten jemanden noch von EMDR holen. Neurofeedback wird vertreten sein. Und dann schauen wir noch eine Methode, die eben jetzt nicht direkt Hypnotherapie macht, aber wo immer wieder es Berührungspunkte gibt und aus meiner Sicht, was total Sinn machen wird, auch zu schauen, ob Trance nicht dort für diese Menschen auch interessant sein könnte. Oder, ich habe gestern ein spannendes Gespräch mit der Rita Benaguil gehabt, wo mir selber so mal gekommen ist, dass ich glaube, dass die Hypnotherapie der Zukunft eigentlich ganz viel mit diesen Konzepten schon anfangen muss. Weil es ist unglaublich, das Angebot ist ja super, was es gibt. Und aus meiner Sicht hat die Hypnotherapie die Kraft und die Möglichkeiten, vor allem mit dem hypnosystemischen Konzept, einen Rahmen für alle diese Methoden zu schaffen, damit es auch einen roten Faden gibt. Damit es nicht so ist, jetzt mache ich halt PEP und dann
mache ich das und das ist irgendwie nicht verbunden, sondern jetzt also zum Beispiel mit diesem hypnosystemischen Prozessieren kann man jederzeit in eine Handlevitation übergehen. Wenn es nicht klappt, gehe ich wieder in die Auftragsklärung. Mhm. Dann kann man wieder in eine andere Methode, dann kann man wieder ins Sitzen und ins Begleiten gehen. Mhm. Und das finde ich so, wäre für die Zukunft der Hypnotherapie aus meiner Sicht enorm wichtig, einen roten Faden, oder das muss kein roter sein, das kann ein rot-blauer oder keine Ahnung wie geknüpft sein, ja, wo es wirklich darum geht, zum Schauen, wie können wir den Leuten was anbieten, was einen Mehrwert auch noch hat. Weil es gibt so viele Methoden und die Leute lernen früher oder später auch die anderen Sachen. Warum nicht das gleich so machen, dass man das von Beginn weg super gut integrieren kann? Also Trance-Phänomen, das Phänomen der Trance wirklich zu verstehen, ja, um dann auch vielleicht mitzukriegen, wo es eine Rolle spielt, denn man hat es bisher nicht beachtet oder konnte es nicht prozessieren oder genau, in den Prozess integrieren. Genau, okay. Das finde ich so wichtig, weil wenn man es versteht, dann sind so viele andere Phänomene, die in Therapien auftauchen, beschreibbar, erklärbar und man muss nicht immer was Neues erfinden. Weil manches liest sie dann so im Brainspotting, wo man denkt, okay, er hätte jetzt zum Beispiel Mirroring Hands auch gelesen, dann hätte er vielleicht sogar ein paar schönere, ausformulierte, mit anderen Theorien wirklich gut hinterlegte Konzepte. Ja? Also das finde ich manchmal ein bisschen schade, dass manche Leute, die unglaublich geniale Dinge finden und erfinden, muss man dem David Grant zugestehen, die versuchen dann aber so ein bisschen im eigenen Saft das zu machen. Das finde ich schade. Ja, da gibt es so coole Konzepte schon, die so gut dazu passen. Aber ja. Finde ich, wenn ich das so persönlich sagen darf, sehr verdienstvoll, jetzt auch einzuladen und auch diese Unterschiede einzuladen, dass sie wirklich ins Gespräch kommen und nicht nur in ihren Blasen bleiben. Ne? Absolut, ja, absolut. Okay. Ich hätte nicht gedacht, dass ich nach Brainspotting was finde, was mich nochmal so begeistert irgendwie. Und dann bin ich bei Pep gewesen und habe gedacht, das hat Potenzial mich schon nochmal anders. Ich habe vorher schon eine Klopftechnik gelernt, das war gut. Aber irgendwie habe ich es jetzt nochmal neu verstanden. Und ich glaube echt, so mit diesem hypnosystemischen Rahmen kann man da so unglaublich viel machen und das macht dann so viel Spaß. Also das ist so. Ah. Also ich bin ja auf jeden Fall dabei, ich komme. Und sicher viele andere auch. Du hast jetzt zwei oder dreimal das Wort, das will ich dich ganz kurz noch fragen zum Abschluss, das Wort Auftragsklärung verwendet. Und das ist ja auch so eine Geschichte, das ist eigentlich für Systemikerinnen und Systemiker etwas, was man nicht ungestraft wegdenken kann. Hast du den Eindruck, dass das in den Curricula, die es gibt und so weiter, ausreichend Platz hat? Oder denkst du, das sollte noch ein kleines bisschen besser verstanden und auch standardisiert werden? Nicht standardisiert, wie man es macht, sondern dass man es macht. Das ist jetzt schwer zu sagen, weil ich nicht alle Curricula kenne. Deswegen würde ich gar nicht so beantworten. Nur wenn ich jetzt zum Beispiel die Supervisionen anschaue, dann merke ich immer wieder, dass der Punkt total unterschätzt wird. Es wird gleich in eine Methode gegangen oder wird gleich daran gearbeitet oder die Geschichte über den Klienten irgendwie entgegengenommen, ohne dass geschaut wird, in welchem Setting, in welchem Kontext, was könnten da für andere Kontexte auch beteiligt sein. Und ich glaube, dass das definitiv verbessert werden kann und eben da das hypnosystemische Modell wirklich einen genialen Rahmen bietet. Also Auftragsklärung, die der Gunter Schmidt macht, das ich finde, das sollte eigentlich bei jeder Methode mitgeliefert werden, dass man da genau hinschaut, weil man sich einfach viele Probleme, die später entstehen könnten, erspart. Ja, wenn man einen Auftrag gleich gut klären kann, wobei das ja immer eine laufende Aufgabe ist, gut klären, das ist ja nicht so einmal Auftrag geklärt und jetzt haben wir den echt richtigen Auftrag. Die Frage wäre jetzt nämlich auch gekommen, also, das finde ich auch sehr so interessant. So ist es nicht. Ja. Das ist ein fortlaufender Prozess, aber ich denke gerade bei stagnierenden Prozessen wird zu oft dann die Methode irgendwie, gibt es dann eben, und jetzt schauen wir auf den Punkt und dann in der Achse beim Brainspotting oder so irgendwie. Viel öfter ist es aus meiner Erfahrung der Auftrag, dass ein Erfolg der Therapie eigentlich mehr Kosten vielleicht verursachen würde. Und das ist den meisten Klienten sowas von fern. So, aber sowas von. Ja. Dabei hat auch die Lösung sehr oft ihren Preis. Nicht immer.
Und das wird manchmal die Ambivalenz, das Ambivalenzmanagement, das Fritz und Gunther da ja immer so kultiviert haben, das könnte besser belichtet werden, denke ich. Ich danke dir sehr für deine Zeit, Andreas, war sehr spannend. Und vielen Dank für deine vielen Projekte. Und wir sehen uns natürlich sowieso wieder auf Tagungen und sonst wie. Und schön, dass du so früh auch so jetzt hier das erste Interview am Sonntagmorgen, am letzten Tag ich bin ja früh aufstehe, also für mich ist das schon okay. Optimal, dann bist mein Gewissen entlastet. Vielen Dank. Danke sehr. Danke sehr.